Ich bin in Fürth und treffe jetzt eine richtige Rakete. Und zwar diesen Kollegen hier, Julian Reuß, den schnellsten Mann Deutschlands, darf mit ihm trainieren. Freue mich wie ein Schnitzel und geh mal rein. Julian, hallo, alles klar bei dir? Alles gut, und selbst? Ja, auch. Ich bin fit, denke ich. Wie sieht's bei dir aus? Du warst verletzt? Ja, bin wieder auf einem guten Weg der Besserung. Den deutschen Meisterschaften steht eigentlich nichts mehr im Wege und freue mich heute auf eine schöne Einheit mit dir. Ja, wenn was passieren sollte, würde ich sagen, bin ich dein Ersatz. Du hast jetzt ja, vielleicht eine Stunde Zeit, mich zum zumindest zweitschnellsten Mann Deutschlands zu machen. Dann fangen wir an. Du weißt, was du tun musst mit mir. Ja, ich denke mal, eine Stunde ist ein ehrgeiziges Ziel, aber mal gucken, wenn du die richtigen Voraussetzungen mitbringst, dann könnte das funktionieren. Die habe ich, ab auf die Bahn. Was machen wir als erstes? Ja, erstmal ein kleines Warm-up, damit wir uns nicht verletzen. Ein bisschen die Körpertemperatur erhöhen, ein bisschen die Muskeln vorbereiten und danach ein bisschen Gymnastik. Oh, Gymnastik, nicht so meine Disziplin, aber erstmal laufen ist in Ordnung. Ja, aber Gymnastik, wohl oder übel dazu ist, wir machen nicht viel, nur so ein bisschen die Muskeln andehnen und damit wir dann auf der Laufbahn uns auch nicht verletzen. Ne? Okay, das kriege ich noch hin. Ja, dann leg los, ich mach mit. Ihr seid ja auch so ein bisschen das faule Völkchen der Leichtathletik, die Sprinter, ne? Immer lange Pausen, kurze Sprints, kurze Einheiten, oder? Ja, also wir müssen uns schon des Öfteren anhören, dass wir meistens mehr auf der Matte rumliegen, als wirklich laufen oder trainieren. Aber ich kann damit gut leben. Mir macht Spaß und am Ende ist entscheidend, dass man Erfolg hat. Ja, ich als Hobbyfußballer bin natürlich völlig verkürzt. Wie viel Gymnastik machst du so? Ja, eigentlich für jede Einheit. Also es gehört dann schon dazu, dass man sich für jede Einheit ein bisschen dehnt. Einfach Verletzungsprophylaxe, weil ansonsten würden sich, glaube ich, meine Muskeln zerschießen und da hättest du erstmal 6 bis 8 Wochen Probleme. Ja, die Adduktoren, das sind die schlimmsten. Steif wie ein Bock. Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen Lauf-ABC, ein bisschen Laufschule, einfach wieder Verletzungsprophylaxe und ein bisschen uns aufs Sprinten vorzubereiten. Und danach gehen wir dann aktiv auf die Bahn, glaube ich, oder? Sehr gerne. Verrat mir vorher noch, wie oft trainierst du so die Woche? Ja, so 8 bis 10 Mal. Wenn dann die richtig wichtigen Wettkämpfe ankommen, dann ist es nur noch 6 Mal ungefähr einmal am Tag. Und aber gerade im Herbst vor allem hat man dann schon mal 10 Einheiten auf dem Buckel am Ende der Woche und das ist dann schon ordentlich, was man dann da zu buckeln hat. Sind Leichtathleten auch so Asketen oder gönnst du dir gerne mal was? Ja, man gönnt sich auch mal ein bisschen was zwischendurch. Natürlich muss man, wenn man jeden Tag so viel Energie da reinsteckt, dann muss man sich auch mal belohnen. Und was am liebsten, Kuchen oder Bier? Wenn dann eher bei den Süßigkeiten. Also Kuchen gerne, auch mal eine Tafel Schokolade. Aber beim Alkohol, da ist man dann doch eher ein bisschen zurückhaltender. Meist zumindest. Jetzt wollen die Frauen bestimmt noch wissen, Single oder nicht? Du bist ja durchtrainiert. Kein Single, glücklich vergeben und ja. Schade für euch, trotzdem dranbleiben. In Nürnberg will Julian seinen deutschen Meistertitel verteidigen. Zwischen 2012 und 2014 holt er bei den deutschen Meisterschaften immer 2 Goldmedaillen. Mal in der 4x100-Meter-Staffel, mal über 200 oder auch 100 Meter. Auch vor 7 Jahren in Nürnberg ist er erfolgreich Staffelgold. Natürlich macht man sich ein bisschen Druck. Man will seinen Titel verteidigen, das ist der Anspruch, den man hat. Aber das ist auch das, was man braucht, um im Training immer voll dabei zu sein, damit man weiß, wofür man arbeitet. Und ich brauche den Druck ein bisschen, habe den gerne und freue mich einfach auf eine hoffentliche Titelverteidigung. Ansonsten auf einen schönen Wettkampf auf jeden Fall. Wer ist neben mir dein größter Konkurrent? Ja, aktuell auf jeden Fall Sven Knippels, der schon die WM noch abgehakt hat mit 10-13. Und ansonsten muss man noch mal gucken. Das sind noch jetzt ein paar Wochen bis zu den Meisterschaften. Da wird sich noch mal der eine oder andere herauskristallisieren. Bin mal gespannt, wie du dich noch schlägst dann jetzt die nächsten Wochen mit dem Trainingsplan, den ich... Ja, ich werde Druck aufbauen auf jeden Fall. Nee, aber ich denke mal, das wird ein cooler Wettkampf werden und ich denke mal, meine Chancen stehen ganz gut. Und dann wird es ernst für mich. Hast du irgendeinen Tick vorm Start? Man sieht ja immer so, dass die Sprinter da eine Show machen. Vielleicht habe ich einen, aber eher unbewusst und auch keinen, den ich jetzt öffentlich oder sowas sagen würde, weil das ist dann was man für sich hat und das kein anderer unbedingt wissen muss oder sehen muss. Ich dachte, ich könnte das jetzt ausnutzen zu meinen Gunsten. Geht auch nicht.
So, ich bin noch außer Atem, du eigentlich gar nicht. Ich glaube, du bist gegangen. Ja, nicht viel zu holen für mich, aber war zu erwarten. Ja, also, du hast ihn nicht schlecht angestellt. Ich glaube, mit ein bisschen Training kann man da noch einiges verbessern. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ja, bis zur Deutschen Meisterschaft. Aber ein bisschen Zeit, also ein bisschen mehr bräuchte man schon noch dann. Naja, die kommt ja wieder, die Deutsche, ja, also vielleicht. Also wenn nochmal Nürnberg kommt oder für nächstes Jahr, dann können wir dich vielleicht nochmal ein bisschen fitter machen, auf jeden Fall. Einen habe ich noch, damit ich auch mal eine Chance gegen dich habe. Du kennst das vielleicht, 10-mal um die Flasche drehen und wer als erstes über die Linie ist, der ist, würde ich sagen, der wahre deutsche Meister. Mach's mit? Ja, klar. Deutscher Meister im Durcheinanderlaufen.